Noch hat der Winter die Region fest im Griff, doch bald sind Schnee und Eis vergessen und die Straßen wieder frei. Dann kommt sie wieder, die Zeit der Radfahrer. Damit dann alles wie geschmiert läuft, haben wir beim Experten nachgefragt, was alles nötig ist, um unser Fahrrad frühjahrsfit zu machen. Der Zweiradcheck heute bei HWK-TV. Draußen schneit es noch, doch schon bald beginnt wieder die Zeit, in der das Fahrrad aus Keller oder Garage genommen wird. Auch Kathi kann es kaum abwarten und hat ihr Fahrrad in den Kofferraum gepackt. Heute steht die Frühjahrsinspektion bei Fahrrad XXL Franz in Mülheim-Kärlich an. Zweiradmechanikermeister Steven Wackermann erwartet sie schon. Im kurzen Gespräch erfragt er die Wünsche von Kathi. Sie möchte ihr Fahrrad für die kommende Saison durchchecken lassen. Kein Problem, das Fahrrad wird nun auf Herz und Nieren überprüft. Genau wie in einer Werkstatt für Autos gibt es hier Hebebühnen, nur eben für Fahrräder. Das erleichtert die Arbeit, zum Beispiel an den Rädern und Bremsen, wo Steven Wackermann auch mit der Inspektion beginnt. So, jetzt sehe ich, dass hier die Bremsbeläge verschlissen sind. Die müssen dann ausgewechselt werden. Da würden wir dann neue drauf machen. Jeweils haben die Bremsbeläge immer eine Verschleißgrenze, die man dann, wo auch der Kunde sehen kann, wenn seine Bremsbeläge gewechselt werden müssen, wenn diese Nut verschwunden ist, dann müssen die zum spätesten Zeitpunkt dann gewechselt werden. Die Beläge sind schnell gewechselt. Der Zweiradmechanikermeister sagt nochmal, worauf es beim Fahrradcheck ankommt. Wenn Sie jetzt ein älteres Fahrrad vorbeibringen, dann muss geschaut werden, natürlich, wie lange standen die Räder, sind die Reifen porös, alt, gerade wie bei den gezeigten Reifen, dass das gewechselt werden muss, die Schläuche durchaus gewechselt werden müssen, ob die Teile rostig sind, durchaus die Kette gewechselt werden muss und dass die Schaltung dann wieder ordentlich funktioniert, dass auch die Bremsbeläge gewechselt werden dann, je nachdem, wie stark die verschlissen sind. Nach gut einer Stunde kann Kathi ihr Fahrrad wieder in Empfang nehmen. Alles wurde überprüft, defekte Teile ersetzt. Fehlt noch was? So, jetzt ist mein Fahrrad frühlingsfit. Und jetzt schaue ich mich mal um, ob ich vielleicht noch ein paar Extras finde, mit denen ich mein Fahrrad ein bisschen aufpeppen kann. Und los geht es zum Zubehör. Fachberater Olaf Sendler wartet schon und hat für Kathi einiges vorbereitet. Hallo. Hallo. Ihr Kollege hat gemeint, ich bekomme bei Ihnen Extras für mein Fahrrad. Ja, da habe ich mich was vorbereitet. Vielleicht finden wir was Passendes für Sie. Diese Extras will Kathi nun testen. Spezialsattel, ergonomische Griffe, Faltschloss, Schutzhelm und Funktionskleidung. Während ein Teil der Extras schon mal ans Fahrrad montiert wird, werden noch schnell die neuen Kleidungsstücke anprobiert. So, jetzt schaue ich mal, ob mir mein neues Outfit passt. So, jetzt probiere ich mal die Extras aus. Gesagt, getan. Olaf Sendler erklärt, wofür die Extras gut sind. Wir haben nach Ihrer Handgröße den Griff ausgesucht, in einer kleinen Größe. Ein ergonomisches Lenkehörnchen mit mehreren Griffmöglichkeiten, oben oder hier an der Seite. Ausgemessen nach Ihrem Sitzknochenabstand einen passenden Sattel mit Druckentlastung im Schambereich und zur Sicherheit für Ihr Fahrrad ein hochwertiges Schloss, was gut befestigt werden kann am Fahrrad und einen hohen Sicherheitsstandard gibt. Alles dran am Rad. Jetzt geht es auf die Teststrecke. Dort kann der Fahrkomfort getestet werden. Wichtig auch, damit durch ungeeignetes Zubehör keine Verletzungen entstehen. Zum Beispiel durch die falsche Lenkerhaltung, einen falsch eingestellten Sattel oder eine zu dunkle Sonnenbrille. Hier können alle Zubehörteile in aller Ruhe auf ihre Handhabung überprüft werden. Und auch das Fahrgefühl auf dem neu überholten Drahtesel kann hier, vollkommen schnee- und eisfrei, genossen werden. Und? Wie war's? Test bestanden? Also ich habe das Fahrrad jetzt mal mit den Extras getestet und ich muss sagen, ich bin schon ganz begeistert. Der Sattel wurde genau auf meine Größe und auf mein Gewicht abgestimmt. Ebenso wie der Griff am Lenkrad, fühlt sich gut an. Ich habe das Gefühl, ich habe einen guten Grip und er passt genau sich meinen Händen an. Was ich noch gut finde, ist das Schloss. Zum einen ist es sehr praktisch zu verstauen, also man kann es hier festmachen. Und ja, ich finde, es wirkt auch relativ sicher. Also ich glaube nicht, dass man da mit einem Seitenschneider drangehen kann und das einfach mal so durchknipsen kann. Ein bisschen sperrig ist die Handhabung, aber ich denke, wenn man das einige Male verwendet hat, wird es auch ein bisschen leichter gehen. Dann steht dem ersten Ausflug bei frühlingshafteren Temperaturen ja nichts mehr im Wege. Für Kathi kann es auf jeden Fall bei den ersten Sonnenstrahlen losgehen.
Neben der Verkehrstüchtigkeit des Drahtesels ist natürlich auch die Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer wichtig. Dann können Sie ja bald loslegen und die guten Vorsätze in die Tat umsetzen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und ein sportliches Jahr 2010.